Auf dem halben Weg zur Ebernburg steht diese Figurengruppe. In Bronze gegossen stehen da der Ritter Franz von Sickingen und der Poet Ulrich von Hutten. Beide stehen für einen Augenblick der Weltgeschichte, in dem die Ebernburg im Brennpunkt des Geschehens stand. Das 5 Meter hohe Denkmal auf dem Granitsockel zeigt die beiden überlebensgroßen Figuren. Links der Dichter weist mit der Schriftrolle dem lauschenden Ritter den Weg. Der hat den Griff am Schwert, doch zögert er noch. Die von Hugo und Ludwig Kauer nach Entwürfen des Vaters Karl Kauer 1889 gefertigte Skulptur ist Ausdruck eines protestantisch-preußisch antikatholisch motivierten Nationalgefühls, spiegelt also den Zeitgeist des Kulturkampfs wider.